Hallo und willkommen hier bei Hutudi TV. Ich bin der Bernd. Rechtstipp heute: Wann bezahlt eigentlich eine Vollkaskoversicherung und wann ist es überhaupt ein Unfall? Der Fahrer eines VW Passat hing hinten Anhänger an, fuhr dann rückwärts. Dann verhakte sich der Anhänger in der Anhängerkupplung und knallte gegen das Seitenteil. Naja, in die Werkstatt gefahren, etwa 1350 Euro Schaden. Gut, macht ja nichts, sagt er, hat eine Vollkaskoversicherung. Gleichkostenvorschlag, eingetütet, ab zur Versicherung. Versicherung sagt, sorry Kollege, Vollkaskoversicherung, das hast du ja selber verursacht, das bezahlen wir nicht. Sagt er, ey, passt mal auf, aber wenn ich das selber verursache, wenn ich mit dem Auto einen Unfall baue, dann müsst ihr dafür bezahlen. Nein, sagt die Versicherung. Ja, sagt der Versicherungsnehmer. Alles klar, zwei streiten sich, gehen vor Gericht. Das Gericht sagt, nein. Warum? Es lag kein Unfall vor. Bei einem Unfall hätte die Versicherung bezahlen müssen. Was ist denn nun ein Unfall? Ein Unfall liegt nur dann vor, wenn plötzlich von außen durch ein Ereignis mechanisch ein Schaden am Fahrzeug entsteht. Sprich, ich knall beim Fahren gegen einen Stein. Das ist ein plötzlich mechanischer Vorgang. Ich knalle gegen den Stein, mein Auto ist kaputt, das ist ein Vollkaskoschaden. Aber ich bin hier rückwärts gefahren, es gab gar keinen Unfall. Das war meine eigene Dummheit, so muss man das zu dem Fahrer sagen. Hier war der Fahrer selber schuld, es liegt kein Unfall vor, Gericht sagt ist nicht, gibt kein Geld. Das war's zu diesem Rechtstipp. Das Aktenzeichen des Amtsgerichts München habe ich euch unten in den Text beigefügt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich bin der Bernd, ihr seid hier bei Hutudi TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.